Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee und Anouk. Hui! In meinem heutigen Video möchte ich euch gern zeigen, wie man diese leckeren, roh-veganen Lebkuchen selber herstellt. Die sind so köstlich, ich muss die gerade alle 2 Tage herstellen, weil die sind so schnell wieder weggegessen, weil sie einfach himmlisch sind. Mit Schoko obendrauf, alles schön vegan und Rohkost. Und wie man die herstellt, das möchte ich euch jetzt sehr gern zeigen. Die Herstellung der leckeren Lebkuchen passiert in 3 Schritten. Zuerst wird der Teig hergestellt, der wird dann im Trockner getrocknet und zum Schluss kommen dann diese leckere Schoko drauf, Schokosoße. Und jetzt zeige ich euch mal, was alles in den Teig gehört. Man kann die Lebkuchen jederzeit super variieren. Ich mache sie ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Und das sind so meine Lieblingszutaten. 300 Gramm Mandeln. 150 Gramm Sonnenblumenkerne. Das hier sind leckere Maulbeeren. 120 Gramm. Dann Cranberries, 90 Gramm, leckere Feigen, 9 Stück und Datteln, 12 Stück. Rohes Kakaopulver, 2 Teelöffel, das ist das A und O, halt, das habe ich hier vertauscht. Zimt, 1 Teelöffel. Das A und O vom Lebkuchen ist das Lebkuchengewürz. Da kommen 2 bis 3 Teelöffel dran. Und eine Prise Vanillepulver. Das sind erstmal die Dinge, die in den Teig kommen. Wie das nun geht, das zeige ich euch jetzt. Jetzt kommen die leckeren Zutaten alle in den Trockenmixer. Du kannst natürlich auch ein anderes Küchengerät nehmen. Irgendeins, wo man halt Nüsse und Trockenfrüchte zerkleinern kann. So, die Sonnenblumenkerne, die stelle ich jetzt erst nochmal weg. Die kommen erst ganz zum Schluss. Ich mache jetzt die Mischung auf 3-mal. Also erst ein Teil Mandeln unten rein. Ein Drittel ungefähr immer. Dann 3 leckere Feigen. 4 Datteln. Ein Teil der Maulbeeren. Und ein Teil der Cranberries. Das mixe ich jetzt und fülle das dann erstmal alles in die Schüssel und das mache ich jetzt 3-mal. Das alles darf dann ruhig noch etwas stückig sein, weil die Lebkuchen sind ja auch immer lecker stückig. Also feinstückig, nicht zu grob. Als letzten Schritt nehme ich dann diese Sonnenblumenkerne und die mahle ich dann noch mal ganz fein und gebe sie auch zu dem Teig hinzu. Das macht das Ganze noch dann noch mal speziell, dass es schön gebunden ist und dass es auch besonders schön, na, fast cremig wird. Lecker. Und jetzt kommen wir noch in den leckeren Teig. Noch 2 Teelöffel schönes rohes Kakaopulver. Ein Teelöffel leckeren Zimt. Dann 2 bis 3 Teelöffel des leckeren Lebkuchengewürzes. Da ist übrigens dran Orangenschale, Zitronenschale, Zimt, Gewürznelke, Sternanis, Ingwer, Muskatnuss und Kardamom. 3 Teelöffel mache ich davon mal dran. Und dann noch eine Prise leckere Vanille.
Das wird jetzt schön vermischt. Dann hat man hier so einen leckeren Teig noch trocken. Da kommt jetzt Wasser noch dran. Gutes Wasser. So, dass es schön breiig wird. Also nicht zu viel, dass es nicht zu feucht wird und nicht zu wenig. Ich gebe erstmal einen Schluck dran. Vermische das. Ich sag mal, so in etwa 200 Milliliter werden das sein. Wenn es noch zu trocken ist beim Umrühren, einfach noch einen Schluck dazu. Nam, 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 nam. Dann schön vermischen. So, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also diese Teigmischung reicht für 24 ungefähr leckere Lebkuchen. So, jetzt holen wir da den Löffel. Jetzt ist dann der Teig schön feucht und dann kommt er in einen Trockner. Ich habe jetzt noch nicht so einen super Trockner, so Excalibur oder Sedona. Ich benutze hier, den habe ich schon sehr lang, einen runden Trockner, der hat 4 Etagen. Da mache ich jetzt immer 6 Lebkuchen pro Etage hinein. Jetzt ist der Trockner voll und jetzt werden die Lebkuchen 8 Stunden von der einen Seite getrocknet und dann nochmal 8 Stunden von der anderen Seite. Ist ja gut, wenn der Lebkuchen dann auch noch ein bisschen weich drin ist, dann schmeckt der besonders lecker. Jetzt sind wir dann schon beim nächsten Schritt, nachdem dann die leckeren Lebkuchen fertig getrocknet sind. So sehen die schon aus und duften schon voll lecker nach Lebkuchen. Kommt jetzt noch der leckere Schokoüberzug drüber. Natürlich auch leckerst Rohkost. Jetzt zeige ich euch mal, was da alles Schönes drankommt. Zum einen Kakaobutter. Ich habe jetzt hier mal so eine Tropfen, Kakaobuttertropfen. Kommen dran 60 Gramm. Das wird dann in einem Wasserbad schon mal erwärmt. Das habe ich auch schon gemacht. 60 Gramm Kakaobutter. Erwärmt. Dann nochmal 50 Gramm Mandeln. Die mixe ich jetzt nochmal kurz. Die gemahlenen Mandeln kommen jetzt an diese leckere flüssige Kakaobutter schon mal dran. Das macht es dann, dass es schön streichfähig und schön dick wird. Dann kommt nochmal dran eine Prise leckere Vanille. Ich finde diesen Streuer hier so toll. Kann man extra schön rausstreuen. Eine Prise Vanille. Dann nochmal 2 Teelöffel leckeres rohes Kakaopulver. Ruhig schön gehäufte Teelöffel. Soll ja schön schokoladig schmecken. Und dann noch einen Esslöffel lecker roher Agavendicksaft. Das Ganze wird jetzt schön verrührt und da entsteht dann so eine leckere, schön dicke Schokosoße. Mmh, köstlich. Die wird jetzt dann schön auf den Lebkuchen verstrichen. Und so lecker sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Jetzt ist das natürlich alles noch flüssig. Das braucht jetzt dann noch mal eine halbe bis eine Stunde, damit es richtig schön trocknet. Damit es schneller geht, kann man sie auch im Kühlschrank tun. Und dann hat man diese super leckeren, köstlichen Lebkuchen. Die sind ein Traum und alle werden dich lieben, die du damit verköstigst. Mmh, und die lasse ich mir jetzt schmecken. Die besten Lebkuchen, die ich je gegessen habe. Wenn dir mein leckeres Lebkuchenrezept gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch und besuch mich auch herzlich gern mal auf meiner Webseite und zwar hier. Pling!
und liebend gern auch mal auf Facebook oder auf YouTube. Alles Liebe und bis jetzt sagen Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee und Klein Anouk.